Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen explosiven, göttlichen Folge Immortal Phoenix Rising. Ja, es geht weiter. Ja, wir wollen Aphrodite befreien und da bewegen wir uns jetzt hin. Ab zu Aphrodite, die Göttin der Liebe. Aber vor allem, dass Zeus der letzte Gott ist, der nicht eingesteinert wurde oder nicht verwandelt wurde, generell finde ich schon komisch. Ich habe ja gesehen, wenn man jetzt Assassin's Creed Odyssey und so spielt, weil Valhalla, die haben ja immer noch, die kriegen ja immer noch Updates. Außer Rogue, Black Flag. Black Flag kommt tatsächlich irgendwann mal als Remaster raus, habe ich hier gehört. Zweimal. Dreimal und als Remake soll es ja auch angeblich rauskommen. Aber ob ich dann Bock auf Black Flag habe, dann nochmal, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Black Flag Remastered und Black Flag Remake? Ja, nee. Aber ich will mich darüber jetzt nicht konzentrieren. Nee, ich möchte mich jetzt davon nicht ablenken lassen. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen Immortal Phoenix Rising für heute spielen. Ich muss mal gucken, genau wann ich mal. Was das? Okay, ich muss Richtung hier. Das hier. Das ist die Statue. Hui. Okay, es geht runter. Lief doch gut. Bald auf! So, warte mal. Wir sind ja gerade unterwegs nach da. Das heißt, wahrscheinlich muss ich auf die Statue gehen, um das Tore des Tartaros. Wahrscheinlich muss ich auf die Statue klettern, um eine Sicht zu oder eine Perspektive zu bekommen. Kann ich mir ja gar nichts erklären hier. Da hinten ist aber ein Wirbel. Hey, da hinten ist ein Tornado. Ich muss schon zugeben, aber die Map hier ist schön gemacht. Sag mal, da unten ist ein Dorf. Gehen wir mal vielleicht in der nächsten Folge mal runter. Da ist aber, Alter, das sind Bären. Ich hätte mich mal von Bären. Junge, was ist das denn? Wo bin ich hier? Na gut, dass es Immortal Phoenix ist, dass ich es ganz schön spät jetzt wieder alles angefangen habe, ist irgendwie klar. Aber vor allem, dass es hier gefährlicher ist, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, dass ich wieder nur einen Tränk habe, ne? Alter. Ja, ich glaube, ich muss auf die Statue hoch. Muss ich da wieder hochklettern? Hehe. Ich bin hier. Okay, dann nicht. Göttin der Liebe. Oh, aua. Tut doch weh. Aua, aua. Bein gebrochen. Göttin der Liebe. Junge. Wie komme ich da hoch? Och, nee, ey, das ist doch wieder klar. Ganz Weg hochkraxeln. Krieg ich erstmal meine Auswahl zurück? Danke. Und hier komme ich wieder hoch. Okay. Und jetzt die ganze Statue.
Oh mein Gott! Es wird ja wieder was. Ich höre noch eine Truhe. Och nee, dann klettern. Phoenix begegnete einem als Phoenix das erste gefangene Wesen befreite, ließ es einen Schrei ertönen. Was bedeutete? Großer Held, ich bin nur ein Teil von Nike, der Siegesgöttin. Bitte befreie die anderen, damit ich wieder zu vollem Glanz gelange. Ohne Nike haben sie keine Chance. Sie ist wie eine schützende Hand oder dieses Ding, das einen beim Rennen schützt, ein Helm. Also, was ist es? Phoenix muss das Wesen zuerst befreien. Ja, aber mir kannst du es doch jetzt sagen. Würdest du bitte meine Erzählstruktur respektieren? War ja wieder klar, dass mein Fernseher wieder sagt, fick dich ins Knie. Hallo, ich hab gedrückt. Ich hab mal kurz geguckt. Ja, du musst auch hochklettern. Jetzt sofort. Kletter, kletter, kletter dein Ausdauer. Runter, 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 Mann. Bist doch dumm. Hör doch mal auf zu klettern, wenn ich sag, hör mal auf. Junge, Junge, Junge. Meine Ausdauer, die ist ja gefickt. Jetzt bin ich hier oben. Erworben, Ambrosia. Was war das? Kunden. Die Wege. Das Tal des ewigen Frühlings. Den Sehenswürdigkeiten gehören ein riesiger Baum, der in den Himmel reicht. Die Halle der Götter. Eros Palast. Oh schön, dann gab's ja doch noch ein Happy End für ihn. Und ein Palast, der der Göttin der Schönheit höchstpersönlich gehört. Natürlich hat Aphrodite sich das erstklassige Grundstück mit dem besten Ausblick geschnappt. Solange sie vor neugierigen Blicken sicher ist, bin ich froh. Aufstieg abgeschlossen. Göttin der Liebe. Ja, okay, hätte ich jetzt nicht gesagt. Aus dieser atemberaubenden Höhe bemerkte Phoenix einen Schwarm Vögel, der sich am allerschönsten Apfelbaum labte. So atemberaubend wie meine Idee, Aphrodite mit Hephaistos zu verheiraten, damit die anderen Götter sich nicht mehr um sie streiten. Ja, der Blick von den Höhen des Olymps ist was Besonderes. Ich war seit Jahren nicht mehr dort. Solche Höhen erreichst du nie wieder. Also hör einfach auf zu betteln. Das ist echt eine schöne Map, muss ich zugeben. Aber da heißt es, ich muss jede dieser Statuen hochklimmen. Nee! Mich doch wohl verarschen.
Okay. Würde ich sagen, wir springen als erstes mal hier runter. Warte mal, wo habe ich die Rüstung gesehen, war die Frage, ne? Hier ist die Rüstung. Muss ich nach unten, ne? Fallen lassen. Flug. Fallen lassen. Nach hoch hier. Sorry, ich wollte euch nicht stören. Will mich ein bisschen umgucken. Ah, es war ja wieder klar. Ist das Schütze oder wo ist hier jemand? Also besser verstecken. Okay, das wird ein bisschen schwerer, als ich dachte. Das war knapp. Das war voll verkackt. Ihr müsst brennen, hallo, brenn. Brenn doch! Brenn doch! Warum brennst du nicht? Warum willst du nicht brennen? Von hier runterspringen, das ist so eine Scheiße.
Oh, das war ein Headshot. Einer ist tot. Jetzt müsste der ja dran sein. Ich glaube, das war sogar der, den ich One-Shot geballert habe. So rein zufällig ist das der. Feuerfeil! Und da kommt der nächste aufeinandergezogene Fall. Achtung! Bye bye! Lief doch gut. So, die drin ist. Warum machen die das eigentlich immer? Oh, neue Ausrüstung. Totentuch der gejagten Hirschs. Was gibt das hier? 10% Schaden mit Pfeil und Bogen. Oh. Gar nicht gut.
Das Ding ist, wie hole ich mir denn die Rüstung dann? Muss ich mich mal hier mal kurz umgucken? Scheiße. Okay, ich beende mal die Folge. Wir sehen uns in der nächsten spektakulären und ultimativen Folge Immortal Phoenix wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ja, lasst ein Like da. Ciao.